Robert lernt Kniebeugen. Okay. Das eigene Versagen schönreden, so würde ich das nennen. Du wirst ja auch kein Weltmeister in der Kniebeuge werden, sondern du wirst Radsprinter sein. Zwar der Schnellste, der Beste. Also ich mache das nicht für die Beine, ich mache es eigentlich nur für meinen Bauch. Du bist ja auch ein Sportler, nicht so wie ich. Ich trainiere 20 Jahre. Außerdem sieht man ja, dass du überhaupt keine Definition der Oberschenkel hast. Insofern hast du gegen mich sowieso keine Chance. Ja? Kennst du die Helden in Strumpfhosen? Richtig geil, Robert. Viel besser. Und du wirst den Sport ja noch 10 Jahre machen. Da macht so eine kleine Veränderung macht schon Sinn. Und ich glaube, auch lieber mit einer guten Technik die 210 Mal beugen, als mit einer schlechteren die 220 12 Mal. Ja, der arbeitet die Hydraulik. Ich gehe heute mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung ins Training. 3 Tage Training am Stück. Kaum Schlaf. Die Ausreden. Halt ausreden. Achso, hallo eigentlich, wa? Hallo erstmal. Hallo Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das ist der Robert Förstermann, hätte ich sagen müssen. Nee, ich wollte jetzt eigentlich warten, ob du meinen Nachnamen auch richtig aussprechen kannst. Ob du Förstermann sagst oder Förstermann. Autsch! ja. Aber hast du die Prüfung bestanden? Oh Gott sei Dank. Rate mal, was wir heute machen. Zur Abwechslung mal schöne Tiefkniebeuge. Wir haben mal ein bisschen was an der Technik verändert. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Wir werden mal sehen. Richtung 200 Kilo ist halt 12er Serie angesagt. Und wir freuen uns, das Wetter ist super. Ja. Die Location ist noch besser. Und unsere Power ist richtig gut. Das wird sich herausstellen. Meine Power. Wie haben wir das überhaupt drauf? Also eigentlich scheißegal. Egal. Mach einfach deine Übungen, dann ist gut. Schön. Genau. Oh, von mir reicht. Was wir heute noch anders machen, ist, wir machen nicht ganz so viel beim Aufwärmen unten rum. Das heißt, wir machen nicht in jedem Satz 10 bis 12 Wiederholungen, sondern wir machen nur 5, 6 Wiederholungen, machen ein bisschen kleinere Gewichtssprünge nach oben, um die Wärme zu machen, aber nicht so viel Pulver zu verschießen und vor allen Dingen, um die Gesamtlast im Training zu reduzieren. Das heißt, wenn du weniger insgesamt an Tonnen bewegst, kannst du dich auch besser erholen. Auch als Förstermann muss man auch so ein paar Grundregeln beachten. Auch als Mutant. Jetzt. Das sind 150 Kilo. Machst du 12er, ja? Ja. Gut, okay. Ja, denn. Ich hoffe. Das ist das Gewicht, wo mir die Bandscheibe weggeknallt ist. Ehrlich? Baden. Das ist 150, aber das ist gerade mal 10. Wiederholung. Völlig, völlig sinnlos. Ja, dann habe ich erstmal wochenlang nur übersprungen die 150. Habe ich 160 gemacht. Eigentlich totaler Quatsch, aber. Aber glaube, was soll's. Hat er nicht geschadet. Ja, dann sagt der Stand ist ganz gut. So ist gut, so steht es gut. In die Mitte rein. Nach außen. Nach außen lassen. Kontrollieren.
aus, Knie aus, Knie aus. Du hast natürlich jetzt das Problem, dass der Satz vom Kraftaufwand jetzt mehr wird, ja, weil du auch länger unter Belastung bist, ja, da du noch sauberer beugst. Das heißt, du lässt dich jetzt nicht so schnell reinfallen, mhm, hast viel mehr Spannung auf dem Weg nach unten und somit hast du die Muskulatur auch noch mehr belastet. Und deswegen fühlt sich das wahrscheinlich ein bisschen schwerer an, richtig? Ach Quatsch. Der Satz hat einfach insgesamt länger gedauert, weißt du? Also ich hab's schon gemerkt. Ja. Aber das hat natürlich auch einen Vorteil, du lässt dich nicht mal so reinfallen. Aber wie gesagt, ich merk's ganz deutlich an den Knien, das ist echt krass. Ich merk gar nichts. Ja, so wie das. Weil mir sonst immer die Knie knallen. Ja. Und das ist schon mal gut, das ist gut. Immer Technik optimieren. Ja. Immer wieder überprüfen, gucken, ob man noch was besser machen kann. Ja. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich, ne? So, du bist wieder da. Genau. Lass mal gleich drauf, oder was? Heute nicht. Ist nicht unmöglich, aber heute definitiv nicht. Ich guck mal ein bisschen, was ich an deiner Technik machen kann. Technik brauchst du mir keine Ratschläge geben. Ein bisschen mehr Kraft wäre schön. Nur für Robert jetzt. Ja, bei den ersten dreien hätte ich gedacht, sechste schaffst du. Und dann ging das relativ schnell mal die Luft raus. Ich muss dazu sagen, ich war vom Körperschwerpunkt genau richtig. Ja. Ich habe richtig schön meine Hacken gebeugt. Ja. Mit einer etwas ökonomischeren Technik hätte ich sicherlich auch noch ein, zwei mehr rausgeleiert, aber darum geht es jetzt gar nicht. Auch ein wichtiges Kriterium, die Zeit unter Spannung. Und die war in der Satz vorher bei dir länger. Das heißt, wenn du jetzt länger brauchst für einen Satz, hat ja auch einen ganz anderen Wert. Viele neue Eindrücke für einen Profisportler, aber er lässt sich drauf ein. Und das macht einen guten Sportler aus. Immer weiterentwickeln. Natürlich hat der einen riesen Arsch. Ich dachte, du hast abgenommen. Dein Arsch ist ja noch größer geworden. Geiles Teil, ja? Das Knie außen. Ich hab schon wieder Monsterprobe im Arsch. Was ist deinem Arsch? Monsterpump. Meine Muskulatur ist aufgepumpt. Mit Blut gefüllt. Mach keinen Scheiß, ich sag dir voll Bescheid, wenn ich dir muss, ja? Nothing to it, but to do it! Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Das Kind lebt, das Pferd ist tot. So, wie war das? Wenn alles klappt, haben wir den Robert bald bei Best Body untergebracht. Dann hatte ich einen neuen Teamkollegen. Freue ich mich. Ich drücke die Daumen. Ich auch, ja. Ich bringe das Video erst online, wenn ich die scheiß Unterschrift. Ich weiß, alles ist safe. Also so, nächstes Jahr. Mal sehen, wie lange dein Management braucht. So richtige Leistungssportler, Profisportler haben nämlich ein Management. Also wenn ihr Robert mal anschreiben wollt, könnt ihr mit seinem Management. Nee, stimmt nicht, oder? Wenn du Anfragen hast oder so, also ich meine auch von normalen, von Fans oder so, beantwortest du noch selber? Da kümmere ich mich eigentlich selber drum. Wenn ich, wenn ich die Zeit habe, kümmere ich mich da selber drum. Das ist nicht so einfach. Viele Autogrammwünsche und so, die gehen ja auch noch nach Jahre, wo mein Heimatverein ist oder war. Und die leiten das dann an mich weiter und dann kümmere ich mich auch drum. Für welchen Verein startest du jetzt aktuell? Weil ich habe da was Leuten hören. Na, ab 1. Juni fahre ich jetzt für das Team Brandenburg. Für Profiteam. Mhm. Dadurch ist es mir möglich, zu den Weltcups zu starten, auch nicht nur über die Nationalmannschaft, sondern halt auch über dieses Profiteam. Ja. Kann also im direkten Duell zu meinen nationalen Konkurrenten starten und mich dann empfehlen für Olympia. Okay. Das ist der Sinn der Sache, der Hintergrund. 190 Kilo, veränderte Technik, 10 bis 12 Wiederholungen. Ich stopp mal die Zeit, wie lange der Satz dauern wird. Aber von dem Moment, wo ich runtergehe, oder? Ja, ja, mach dir mal keinen Kopf. Ich dachte, ihr Bescheid. Alles gut.
45 Sekunden. Was denkst du? 30. Du hast 30 gesagt? Ja. Was denkst du, Jasper? Keine Ahnung. Es waren 40. Echt? Aber beide ganz gut. Ja? Naja, Moment. Ich war näher dran. Also 10 Sekunden länger, als ich normalerweise brauche. Aha, siehst du? Und jetzt ist die Frage, was ist mehr wert? Das werden wir sehen. Man bleibt jetzt bei 190 und macht noch zwei Serien. Fertig. Weißt du? Dann machen wir das so. Du wirst auch kein Weltmeister in der Kniebeuge werden, sondern du wirst Radsprinter sein. Zwar der schnellste, der beste. Also ist im Endeffekt ist es sekundär, welches Gewicht du da bewegst. Ja? Wenn wir mal ein Poser-Video machen, dann können wir immer noch mal auf die Kacke hauen, siehst du? Aber das macht Spaß. Mir tut nichts weh. Und es ist was Neues, das ist ja immer wichtig. Oh, der Video, das ist mal dein dritter oder vierter? Bestimmt der dritte. Ja, Arschloch. Ich glaube, das ist der fünfte schon. 630. Hast du das Gewicht gesagt? Du bist ein Arsch, ey. 230. 230, ja. Beef all eat man's up, all rain so hard that your fake bling will rot. No longer a matter of life or death. I'll spit rhymes till there's no other rhyme left. If life's a game, then you better find a ref. I'm deadly serious. Not much time is left. I'm coming with the main drain. Best remember, it's gonna rain from January to December. Rain, my crew links side are deadly serious. Komm jetzt, mach. Look in my links eyes, I'm deadly serious. Ah, die 32 waren einfach zu schwer. Ganz ehrlich. Manchmal ist er noch einfach gut. Du hast schon gesehen, China eingeschoben, richtig? Ja, du bist immer scheiße, da muss man vernünftig sein. Das fühlt sich dann immer so an wie ein Aufgeben. Aber ich mach dann, wisst ihr, was ich mache? Ich mach morgen nochmal Kniebeugen. Ohne Scheiß. Da bin ich dann einfach bekloppt, ne? Dann muss das sein. Ready, steady, go. Damit zum Arzt gehen. Jetzt drehen wir um. Das sieht wirklich aus, als wenn da ein bisschen Speck drüber. Das ist, schwöre euch, das ist Muskel. Ja? Also komm, dann Arsch mal rein. Ja, wer hat den dicksten? 44. Noch besser und kontrollierter gebeugt jetzt. So schnell kann sich das Gewicht relativieren, ne? Oder die Wiederholungszahl. Hör ich zwar nicht gern, aber das motiviert mich echt. Also schönen Dank nochmal. Gefällt mir. Ich sag dir was, das ist der Anfang. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch optimieren können. Das habe ich heute bewusst nicht gemacht. Ja. Weil ich nicht zu viel auf einmal machen will. Das aber das war schon mal eine kleine Veränderung, wo man schon mal merklich verspürt. Ja, klein, das ist lustig, wenn ich das höre. Kleine Veränderungen. Ja, für dich ist das ganz gewaltig, groß. Ja. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass wir zusammen deinen Ernährungsplan optimiert haben. Du hast viel nach Gefühl gearbeitet, nach Gefühl gegessen. Dich schon ganz gut ernährt, aber es bestand halt noch Verbesserungspotenzial. Unser Ziel war es ganz klar, möglichst leichter werden. Und jetzt kommt aber der Haken, trotzdem stärker. Ja, was soll ich sagen? Es hat bis jetzt funktioniert. Bis jetzt hat es super funktioniert. Du hast jetzt 4 Kilo abgenommen. Wir waren bei 96 Kilo. Du bist jetzt bei 91,7. In den letzten 3 Wochen hast du, 3 bis 4 Wochen hast du tatsächlich 3-4 Kilo abgeschmissen. Natürlich auch durch die Wettkämpfe, die eine enorme Belastung darstellen. Ja. Wann geht der nächste Wettkampf los? Samstag oder Donnerstag schon? Nee, übernächste Woche. Übernächste Woche. Es ist übernächste Woche. Deutsche Meisterschaft in Berlin. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin das Video fertig haben, aber wer Bock hat, einfach vorbeikommen im Velodrom. Da könnt ihr mal richtigen Sport sehen. Nein, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. 6 Tage wären da die nächste Gelegenheit. Das ist, glaube ich, noch beeindruckender. Also, wenn in den 6 Tagen 80.000 Menschen im Velodrom sind und mit Party und allem drum und dran, Disco ist da. Und, da gibt es viel Saufen, Essen. Also es war vor dem Mainstream. Visitenkartenparty, viele Unternehmer. Also es ist wirklich eine Plattform für jedermann. Das ist richtig geil. Und vor allem auch geiler Sport, ne?
geile Musik und ich hoffe natürlich wieder auf einen neuen Bahnrekord. Ja, gucken wir mal. Langsam wird die Luft dünner. Ja, du hast ja schon letztes Jahr auch nicht was aufgestellt. Ja, die letzten 3 Jahre habe ich da, also jedes Mal hat man gedacht, es geht nicht mehr weiter. Krass. Und vor allem brauche ich dann ordentlich Zuschauer, die mich anfeuern. Ich schmeiß auch wieder Rammstein rein. Das ist cool. Ja, das ist immer geil, wenn die Halle dann ertönt und bebt mit Rammstein. Ich will. Ich will auch. Du musst jetzt mal einen Satz machen. Letzte Serie, letzter Satz. Ich will. Und Rock'n'Roll. Oh, super. Verzögert den Pieper, dann 2 Sekunden rechne ich mal ab. Jetzt sind wir bei 46 Sekunden. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass du sonst immer hochgekommen bist und gleich wieder runter. Kurze Pausen macht er jetzt oben. Jetzt macht er kurze Pausen, konzentriert sich, justiert sich neu, bringt sich in die richtige Position. Also so wie ich das erstmal den Leuten empfehlen würde. Das vorher war ja mehr so eine Pumper-Serie. Du hast bei diesen Pumper-Serien aber immer das Problem, dass du dadurch, dass du schnell wieder runter gehst, die Technik irgendwann verlierst und dich immer reinplumpsen musst. Ja. Das ist die Grundproblematik an so einem Pumper-Training. Wenn man das leicht macht und an einer geführten Hand in der Maschine, mag das okay sein, aber für schwere Gewichte würde ich es nicht empfehlen. Ja, das reicht, ist gut, ne? Ja. Du musst viel mehr arbeiten. Die Muskeln haben jetzt mehr Leistung gemacht als sonst vielleicht mit 200 oder 22. Und 12 Tonnen haben wir trotzdem geschafft. Siehst du. Ja, aber gut, viel Spaß noch. Ich habe zu danken. Gemacht, ja. Muss wirklich sagen, für mich auch sehr motivierend gewesen, heute nach 13 Jahren nochmal was Neues dazuzulernen. Und vor allem ist es auch wichtig, dass ich mich dadurch weiterentwickeln kann. Und ich bin da echt zuversichtlich. Also und danke nochmal. Du bist dann eben gern geschehen. Du bist vor allem auch offen dafür. Und deswegen kannst du es ganz anders annehmen. Macht mir auch riesen Spaß. Vor allem, weil man diese kleinen Veränderungen, die kleinen Schräubchen, an denen man dreht, sich halt wirklich direkt auf dein Training auswirken. Und zwar positiv. Also ich bin halt Leistungssportler, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir tut nichts weh beim Sport. Das ist wirklich so eigentlich, dass mir fast in jeder Krafteinheit mittlerweile was weh tut. Heute ist das erste Mal seit Wochen, dass es nicht so war. War geil. Vielleicht lag es auch an der Sonne, ein kleiner Spaß. Also war super und das freut mich echt, dass das in der nächsten Zeit so weitergehen wird. Da geht einiges, Leute, seid gefasst. Da geht einiges. Ernährung optimieren, Training optimieren. Wir sind raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Bis bald. 100 Meter Sprinter, habe ich über 100 Meter keine Chance, um jemanden mal schnell hinterher zu rennen und den zu kriegen, wenn er was angestellt hat, reicht das.